Rechtzeitig hat es auch Tim Christoph nach Köln geschafft. Die Uhr ist ein Erbstück von meinen Großeltern und die Uhr können wir in keiner Konstellation in unserem neuen Haus aufstellen und deswegen haben wir uns entschlossen, diese wegzugeben. Was eine solch spezielle Uhr eigentlich wert ist, das wissen natürlich unsere Experten. Also lieber Tim, das ist eine wunderschöne Uhr. Jetzt habe ich das erste Mal gehört, Atmo-Uhr. Weißt du, warum die Atmo-Uhr heißt, warum es eine Atmo-Uhr ist? Ja, weil man sie nicht aufziehen muss. Die wird über die Atmosphäre, also über den Luftdruck, über die Veränderungen aufgezogen. Das heißt also, wenn wir Schlechtwetter haben, läuft sie schneller. Ja, sie läuft. Ja, haben wir eine ganz andere Atmosphäre. Sofern, sofern das Wetter wechselt, läuft es auf jeden Fall. Warum soll denn dieses wirklich, ist ja fast ein modernes Stück, ich weiß gar nicht, ob das eine Antiquität ist, eine Rarität auf jeden Fall. Warum soll dieses schöne Stück weg, weil die passt ja auch in einen modernen Haushalt. In unser nicht. Also es ist ein Erbstück und ich habe mir überlegt, ob wir die aufstellen wollen. Wir sanieren gerade ein Haus und sie passt nirgendwo rein. Ach, hör doch auf, die ist doch so klein, da kriegt man noch ein kleines Action für parat. Komm, lass uns ehrlich sein, du willst die Kohle haben für die neue Hütte. Auf jeden Fall. Siehst du, Sven, so ist das schön, wenn man was vererbt, da ist man sich wenigstens sicher, das kommt weg. Erzähl mir was über die Uhr. Kannst du mir erklären, warum das eine Atmo ist, wie das tatsächlich funktioniert? Weißt du überhaupt, was das für eine Marke ist? Du sagst, das ist eine Atmo. Ja. Das hat sich ja eine bestimmte Firma schützen lassen als Patent. Ja, ich habe eben schon drüber geguckt und ich weiß, dass eine Atmo-Uhr von Jägerle-Kultre kommt. Jägerle-Kultre, genau. Genau, Schweizer, was für ein schöner Manufaktur. Name. Machen auch sehr schöne Armbanduhren, hochpreisige. Hier haben wir jetzt die sogenannte Atmo oder Atmos, eine atmosphärische Tischuhr. Du hast das vorhin schon erwähnt. Diese Uhr hat hinten eine Gasdruckdose, da ist Chlorothan drin, ein Gas, welches auf Temperaturschwankungen und auch atmosphärische Druck halt reagiert. Man hat verschiedene, hier oben einen Sensor. Und wenn sich jetzt die Temperatur um 1 Grad verändern würde, dann zieht sich diese Uhr automatisch um 48 Stunden wieder auf. Ja. Ja. Also man sieht sie sehr häufig noch. Sie wurde halt immer umdesignt, es gibt sie in verschiedenen Farben. Hier haben wir jetzt ein vernickeltes Modell. Sie ist nicht im Top-Zustand, das muss man ganz einfach dazu sagen. Hier unten haben wir halt eine Transportsicherung, die man jetzt natürlich festgedreht hat. Hier vorne kann man halt die Scheibe öffnen, kann reingucken. Es ist für diese Uhren auch extrem wichtig, dass kein Staub irgendwie im Gehäuse ist. Deswegen ist die halt so verschlossen im Glas. Okay. Hast du ein Limit, wo du sagen würdest, das hättest du gerne für Hamburg jetzt? Ich habe gesagt, so ungefähr den Schätzpreis hätte ich gern. Ja, aber dadurch, dass es sehr viele verschiedene Jägerle-Kultre-Atmo-Uhren gibt, mit den verschiedensten Kalibern, ist dir das eigentlich egal? Weiß ich überhaupt nicht, was die wert sein soll. Stimmt, das ist super. Sven, das ist eine sehr streng einfaches. Mal deine Hirnwindungen an, werf Zahlen in den Raum, lass also, den Mann reich werden. Die Uhr wird sicherlich aus den 60er, 70er Jahren sein. Mhm. Also ich sehe hier circa 700 bis 750 Euro. Okay. Also das sehe ich da auf jeden Fall. Mhm. Das sollte du auf jeden Fall. Wärst du damit zufrieden? Ja, klar. Und was ist, wenn jetzt ein Händler sagt, der muss ja ein bisschen Geld verdienen, ne? Ja, also 400. Ich sag mal so, 15% für einen Händler ist okay. Wenn die 15? Ja, darf ein bisschen was verdienen. Du bist nicht selbstständig, ne? Ich war. Du warst. Gut, bei 15% ist kein Wunder, dass du warst. Gut, dann würde ich sagen, hier ist dein Händlerkärtchen. Danke. Hier ist eine wunderbare Uhr. Achte drauf, wir haben hier extreme atmosphärische Schwankungen im Raum. Bitte schön. Ne? Danke. Viel Spaß damit. Und auf dass du viel Geld für Hamburg kriegst. Tschüss, Tim. Danke. Die Schätzung der Uhr mit 750 Euro war so mein unteres anvisiertes Ziel. Und von daher bin ich schon ganz zufrieden. Aber hätte natürlich ruhig nach oben hin offen mehr sein dürfen. Ich stehe jetzt kurz vorm Verkaufsraum und bin gespannt, was die Uhr den Händlern wert sein wird und ob tatsächlich mehr als ein Händler Interesse dran hat oder hoffentlich auch ein Händler nur. Und bin gespannt, was ich dafür bekommen kann und ja, gehe jetzt mal rein. Und ja, nichts herschenken, Tim. Auch wenn die Atmos-Uhr das offizielle Staatsgeschenk der Schweiz ist. Moin. Moin. Moin, grüß Gott. Aus Norddeutschland? Wohnhaft, ja. Wohnhaft. Ja. Das ist eine Jägerle-Kultre. Und zwar die Erfindung von Jägerle-Kultre, das ist die Atmos. Das hat man in den 20er Jahren hat man das erfunden, dieses System. Die Uhr ist, wissen Sie, wie alt die ist? 1970? 80? So was im Dreh 60, 70. 60er Jahre. Darf ich sie mal anmachen? Natürlich. Die sind gesucht, die und die Atmos. Ah ja. Ja, ja.
Und so kriegt man sie in Gang. Die fängt von alleine an. Weißt du, wie lange die läuft, Walter? 600 Jahre. Ist kein Scherz. Ja. 600 Jahre. Welt. Das ganze Leben läuft die. 600, sagt man. Ja, gut 600 Jahre. Ja, 500 Jahre. Wir werden es nicht erleben. Da kriegst du ja nicht mehr mit, wenn die kaputt ist. Ja, die Problematik ist die, Jägerle Kültre rät dem Kunden, alle 20 Jahre einen Komplettservice zu machen. Und der kostet sehr viel Geld. Aber haben Sie das jemals gemacht? Nein. Nein. Also, ich persönlich nicht. Es ist ein Herbststück. 600 Jahre pro Monat doch nicht. Nee, alle 20 Jahre musst du das machen. Aber solange die läuft, brauchst du es nicht zu machen. Ja. Ich muss natürlich sagen, diese Jägerle Kültre ist noch nicht das Beste. Es ist jetzt ein ganz einfacher, wenn es auch von Jägerle Kültre ist. Diese Uhr schätze ich so zwischen 600 und 800 Euro ein. Aber die wird heute noch gebaut? Ja. Die bauen die gleichen Uhren heute noch mit dem gleichen System, mit Luftdruck und Temperatur. Ja, was sind Dinge da hier? Nee, da kannst du nicht so eben rüber. Ach, das ist doch, wenn die 600 Jahre alle soll, dann wird sie ja wohl mal hier die 2 Meter packen. Jetzt hält sie noch mal 500 Jahre. Ja, da kriegen wir alle nicht mehr. Auf jeden Fall ist die Uhr interessant. Es ist wirklich eine Preisfrage. Mhm. Ich würde 900 Euro geben. Was willst du noch verdienen? Ja. Geld? Wie bist du denn drauf? Gut. Sie hat ein schönes Zifferblatt. Was hast du geboten? 900. Ach, warte, ich schieb die mal wieder vorsichtig auf 300 Jahre zurück. Bitte schön. Da kannst du nichts mehr dran verdienen. Nein, da geht nichts mehr. Alter, da gebe ich dir recht. Da kannst du höchstens noch ein paar Ringe reinlegen, dass das Ding was mehr wert wird. Und ein paar Brillis. Und wenn sie. Komm, hau das Ding weg, dann ist das dreimal gut bezahlt. Glaubet mir. Auch ja, was die unten sagen. Ist für uns beide gut. Ja, ja? Schon. Ja, komm, hau 950. Zu. 900. Für die Fahrt aus Hamburg. 900. Die Fahrt kriegst du ich bin auch hier hingekommen. Na komm. 900. 900. Gut. Ist halt noch nicht das Beste. Wir jucken 2 Stufen besser, wäre interessant. Das beim ist nächsten Mal. Ja. Aber er war clever. Der wollte seine Freundin sein. Auf den letzten 2 Meter habe ich noch einen Fuffi gemacht. Das ging aber jetzt mal voll in die Hose. So. Tschüss, Ade. Wiedersehen. Mach es gut. Mach es gut. Kriegst mir Hamburg recht schenken, gell? Mach ich. Ich denke, ich habe schon früh eingeschlagen, aber ja, es war mehr als der Schätzpreis. Ich dachte mir, das ist fair. Und jetzt haben wir beide, glaube ich, ein ganz gutes Geschäft gemacht. Leben und leben lassen.